Hallo und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Stream. Ich hatte heute richtig Bock, Ghostwire Tokyo weiterzuspielen. Deswegen streame ich jetzt auch mal sehr spontan am Sonntag. Beziehungsweise wir haben ja gestern schon Ghostwire Tokyo gespielt. Ich hatte richtig Bock gerade. Eigentlich wollte ich heute nur Gronkh dabei zugucken, wie er irgendwelche Spiele spielt. Aber sein Spiel interessiert mich gar nicht so sehr. Das ist irgendwie V-Rising, glaube ich. Irgend so ein Vampir, der sich seine eigene Burg irgendwie aufbaut. Oh, guck mal. Geister. Ja, mal übersehen. Irgendwie hatte ich mehr Bock, hier in Tokio rumzurennen. Geister zu retten. Hundis zu streicheln. Und wir müssen auch Unterweltöl finden. Ganz wichtig. Für unser Motorrad. So. Dann schauen wir mal. Wir hatten noch so viele Sachen offen, die wir auf jeden Fall noch finden können. Ja, die Nebenmission. Ich wollte gerne noch ein machtvolles Haus. Obwohl von hier darüber fliegen geht wahrscheinlich schneller als reisen. Sind ja auf der Seite. Okay, vielleicht sind wir doch nicht so schnell. Wir sind ja relativ weit oben. Gucken, wie weit wir kommen. Achso, ich fall hier gleich runter. Dann kommen wir nicht sonderlich. Was machen die hier eigentlich auf dem Dach? Ich meine, das waren ja Menschen. Na komm schon. Die dann in den Nebel reingekommen sind und dann ist das. Warum wart ihr hier oben drauf? Das ist schon. Und da drüben. Was habt ihr da oben bitte gemacht? Ich glaube, sie sind Touristenhotel. Oh, da sind ja noch andere Leute. Ja, okay. Was macht ihr hier oben? Mensch. Gut, man hat eine sehr schöne Aussicht von hier oben wahrscheinlich. Meine Güte. Ey, 250%. Nice. Na komm. Ich habe das Gefühl, dass wir hier noch was finden können. Ja, ich höre es schon. Was ist das? Nezuki eines Itan Momen. Gehe nicht zu spät ins Bett, sonst wirst du von deinem Bettlaken erstickt. Du, ich gehe so spät ins Bett. Ich glaube, das kriegt das Bettlaken auch nicht mehr hin. Momentan ist mein Biorhythmus wirklich sehr im Arsch, na, Lady? Darf ich da nicht hoch? Oh, da geht auch. Ich glaube, das war es erstmal. Gut. Das war es erstmal, bis wir da rüberfliegen. Oh Mann, nee. Das ist das Schlimme an dem Spiel. So viele Leute. Mhm. Und ich sammle schon so viel. Und trotzdem sind noch so enorm viel übrig. So, ihr kommt mit. Kommt hier halt zu nix. Aber irgendwie macht man es dann doch gerne, weil macht halt schon Spaß. Oh, hallo. Ich war mal wieder nicht alleine.
So. Ich wollte gerade zu der Nebenmission rübergleiten, ne? Hat wieder gut geklappt. So, 50 Metern. Na, Kätzchen. Das glänzende Viereck auf dem Haus hat einen Schwanz. Das Haus hier? Das glänzende Viereck. Also nur die Autobahn. Moment. Das müssen wir mal kurz abchecken. Scheiße, ist ja zu hoch, ne? Moment, da muss ich aber mal kurz gucken. Den Tanuki will ich mir mal mitnehmen. Wenn wir da hochkommen. Scheint zu hoch zu sein. Jetzt. Da. Das glänzende Viereck. Ah, da ist ja sogar einer. Doch. Ich hab euch doch schon gehört. Ah! Ich muss hier mal weg. Hilfe! Warum seid ihr denn alle so nah? Das ist ja noch eine. Meine Güte, darauf war ich nicht vorbereitet, Katze. So, hier kommt mit. Schon vorbei? Schon vorbei. Lade den Akku auf. Ich habe dich gestern aufgeladen. Was ist mit dir? Ja, okay. Vielleicht muss ich gleich mal das Ladekabel rausholen. Ich habe den Controller gestern extra. Ach ja, hier. Aufgeladen. Aber anscheinend hat das wohl nicht richtig funktioniert. Halli, hallo. Dieser Stadt ist also hell und leuchtend. Echt prächtig. Ein Nachteil ist nur, dass man nachts die Sterne nicht sieht. Hm. Ja. Oh, vielleicht sind sie vom Himmel gefallen. Jetzt ergibt alles eins. Sicher. Cool. Haben wir den auch noch mitgenommen. So, jetzt gehen wir aber wirklich zur Nebenmission. Je nachdem, wie lange der Controller noch aushält. Nun. Ich? Wie kommst du denn darauf? Hört ihr die Schützengel? Glaubt ihr auch, dass sie übernatürlich sind? Für mich klingen die nicht wie Schutzengel. Egal. Ich bin Ursula Sankurami. Ihr kennt doch bestimmt meinen Blog über Okkultes. Sicher. Content Creatorin? Dein Name bedeutet Berg des Schreckens? Ist er echt? Unwichtig. Ich muss euch zwar um einen Gefallen bitten. Mhm. Also, das Problem ist... Ja, okay. Einen Moment. Ich habe ja mein Ladekabel hier. Dann laden wir dich mal. Mann, ich hab's gestern aufgeladen. Warum hat das nicht funktioniert? Das ist nervig. Okay, Moment. So, mal gucken, ob's jetzt funktioniert. Ja, jetzt lädt er. Warum hast du gestern nicht geladen, du blöder Controller? Jetzt kann er laden. Zack, weiter. Zack, weiter. Hallo?
Ah. In meiner Wohnung geht's ziemlich übernatürlich zu. Zu übernatürlich, selbst für meinen Geschmack. Könnt ihr was dagegen unternehmen? Zu übernatürlich? Das klingt gar nicht gut. Ja, das ist mir überhaupt nicht geheuer. Ich werde weiterziehen, sobald alles erledigt ist. Hier? Na gut. Wir können uns das Ganze ja mal ansehen. Achso, er hat gar nicht aufgepasst, was wir bei ihm machen sollen. Durchsuche die Wohnung der Content-Creatorin. Okay. Hier drüben einfach. Okay. Ja, ich bin auch schon unterwegs. Aus dem Weg. Ich muss der Influencerin hier mal kurz helfen. Oh! Was ist die denn hier? Bist du in Fahrt? Tja, naja. Das ist eine gute Frage. Wir haben es auch noch nicht so ganz rausgefunden. Vorher, na, so ein bisschen. So ein komischer Dad irgendwie da Seelen beraubt. So, müssen wir hier rein? Ja, das sieht gut aus. Oh. Was ist das denn? Gespenstisches Foto. Fotografieren des paranormalen Phänomens, das für das bloße Auge nicht wahrnehmbar ist. Hm. Vielleicht zeigt sie tatsächlich den Geist eines Verstorbenen, vielleicht auch ein anderes unerklärtes paranormales Phänomen. Jedenfalls ist eine wichtige Erkenntnis, dass Fotos in der Lage sein könnten, Dinge einzufangen, die für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar sind. In den 1970er Jahren gab es eine regelrechte Flut paranormaler Fotografien, die in der Veröffentlichung eines ganzen Buches solcher Fotografien gipfelten. Manche Leute glaubten, dass solche Hobbys eine echte Gefahr für die Gesundheit der Fotografen darstellen. Angeblich wurden sie vom Unglück verfolgt, bis ein Beerdigungsritual abgehalten oder das Foto verbrannt werde. Am sichersten wäre natürlich, um diese Art von Freizeitbeschäftigung einen großen Punkt zu machen. Ja, gut. Ja, da war eine Menge Post. Der Talisman steht auf dem Kopf. Das ist bestimmt ein gutes Zeichen. Ich kann dir versprechen, dass uns hier nichts Gutes erwartet. Was hatte sie hier vor? Die hat aber eine Menge Kerzen. Irgendeine schräge Aromatherapie? Schicke Bart. Was macht denn die riesige Strohpuppe auf dem Bett? Ja. Das muss was Übernatürliches sein. Content Creatorin, ja. Hm. Geh erstmal in die Küche. Es bringt gutes Feng Shui, Bad und Küche sauber zu halten. Mit einer Axt. Mangelt es hier jedenfalls nicht. Ich habe irgendwie andere Dinge erwartet. So eine riesige Strohpuppe habe ich noch nie gesehen. Warum ist das Bett so eklig? Auf meinem Feld würde das Ding eine gute Vogelscheuche abgeben. Nutzt die Geistersicht. Vielleicht zeigt sich was. Ja, Moment. Der Schrank hier ist auch irgendwie übernatürlich. Kein Wunder, dass hier so viele schräge Gestalten sind. Ich glaube, die hat ein Faible für Strohpuppen, oder? Kann das sein? So ein bisschen? 5, 3, 5. Es ist so gemütlich. Mhm. Sie nutzt das Bett als Ganzkörperkissen. Und für andere Dinge wahrscheinlich auch noch. Okay, der Geist ist schon mal weg. Verflucht sie hier Puppen? Sie verzaubert sie eher. Von Flüchen hat sie nichts erwähnt. Stimmt. Hauptsache übernatürlich. Mhm.
Super strange. Finde und läutere die Phantome. Also sind das mehrere, oder wie? Oh, hier ist ja noch ein Laptop. Aus diesem Gruselzimmer hat sie gestreamt. Womit man heute alles Geld verdienen kann. Ich denke, sie ist eher eine Ausnahme. Wer weiß. Ich glaube, wir werden von der Veranda aus beobachtet. Ist da etwas? Gar nicht gruselig. Riesenauge hau ab. Ist ja gar nicht gruselig hier. So, was haben wir hier noch? Das sieht eigentlich erstmal ganz normal aus. Bart noch irgendwas? Sie hat Kuselauge. Ich liebe ein Bad bei Kerzenschein. Wenn das ist ja schön. Wenn du Kerzen willst, dann geh doch auf den Friedhof. Ist es weg? Was ist jetzt auf dem Klo? Na, hier ist kein Spiegel oder Fenster oder so. In der Küche vielleicht. Naja. Fernseher sieht gut aus. Die Wohnung noch durchsuchen. Zeig denn hier Denk noch Fitten. Mit meiner Kraft spürst du Phantome auf. Ja, aber. Wo? Oh. Das ist wirklich eine tolle Wohnung hier. What the fuck? Ich kann mich ja hier im Bad einschließen. Ja. Habe ich die im Schrank? Ja. Ich bin der Wächter des heiligen Schranks. Ohne mich wäre das hier ein Festmahl für die Motten. Sollten wir uns Sorgen machen? Ist nur ein Phantom, läutere es. Das wir haben alle exorziert. Die Phantome fühlten sich wohl von der Übernatürlichkeit angezogen. Sehr strange. Ohne diese furchtbaren Phantome ist es hier viel angenehmer. Sicher. Was glaubt ihr? So, Content Creatorin. Wir haben deine Wohnung wieder in Ordnung gebracht. Oh, danke. Ich weiß echt nicht, was ich ohne euch getan hätte. Warum zur Hölle war deine Wohnung so eine Freakshow? Ich wollte ein übernatürliches Flair schaffen. Ja, hast Und du geschafft. Ging voll nach hinten los. Egal. Problem gelöst, Fall abgeschlossen. Ziehst du jetzt weiter oder was? Oh ja. Danke nochmal. Bis dann. Cool. Bis dann? Willst du etwa zurückkommen? Sie ist kein bisschen besser als die Phantome. Oh, da ist auch noch jemand. Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Was? Okay. Cool. Das war anders. Aber cool. Die Nebenmissionen sind halt immer irgendwie anders. Merkwürdig. Aber cool. Schön, dann hatten wir die auch. Hier können wir noch was bei der Katze abgeben. Da können wir noch mal schnell hin. Ich glaube, dann würde ich mich mal aufmachen zum Torier.
Oh, wir haben eine Sache gefunden. Das kann noch eine Weile dauern. 100 Motorenöl holen. Gehen wir mal da rüber. Bin ich ja mal gespannt, ob es da extra noch diese Warnung gibt, dass man dann erstmal nicht mehr zurückkommt. Mal schauen, wie lange das dauert. Ich glaube, wir sind erstmal ready. Tracken hier schon wieder. Ah, Batterack. So, gib mal nochmal meine Geister ab, bevor wir darüber gehen. Ja, stimmt, seine Schwester war ja auch noch da. Auf keinen Fall. Nicht bevor ich dich gerettet habe. Ja. Mal gucken, ob das noch was wird in diesem Leben. Was machst du da? Nein, du siehst mich nicht. Oder so knapp. Hallo Zwinker 81, willkommen. So. Wir müssen irgendwie da oben hoch. Fliegt da ein Tenge hin? Oder ist das wieder zu hoch? Da vielleicht. Zack. Na dann. Die Unterwelt ist nah. Wenn wir drin sind, kommen wir nicht so einfach wieder raus. Bist du soweit? Nicht wirklich. Aber... Als wärst du bereit. Gut. Los geht's. Bin gespannt. Ab in die Unterwelt. Yeah, yeah. Was soll schon passieren? Und hi, Jason Drain. Willkommen. Gibt es im Jenseits irgendwen, den du gerne wiedersehen möchtest? Bei mir wär's mein Großvater. Wie cool. Wir könnten gemeinsam Kappa jagen. Ah, bei mir meine Eltern. Hä? Deine... Sorry, das wusste ich nicht. Wen würdet ihr gerne wiedersehen wollen, wenn so ihr könntet? So viel Verderbnis. Wenn Ed recht hat, sollten wir hier irgendwo das Unterweltöl finden. Wir haben Gesellschaft. Ja, aber der hat uns noch nicht gesehen. Ich glaube, bei mir wäre es wahrscheinlich auch meine Oma. Ah, okay. Schade, ich wollte mich eigentlich ranschleichen. Bist noch nicht tot. Na? Beziehungsweise alle meine Großeltern wahrscheinlich, weil ich habe keine mehr. Und manche habe ich erst nicht mal kennenlernen können, deswegen war es vielleicht interessant, die wahrscheinlich nochmal wiederzusehen. Vor allem jetzt, wo man auch noch mal ein Stück älter ist. So vieles von früher einfach nochmal irgendwie zu hören. Interessant. So. Bin Opa mütterlicherseits. Okay. Ob es bei dir auch so ist, wenn du dich umschaust mit dem Controller, fühlt sich das so ein bisschen schwammig an? Nee, eigentlich nicht. Fühlt sich eigentlich ganz gut an. Kann halt sein, dass du eventuell Motion Blur ausmachen musst. Das kann sein, dass es sich denn so... so ein bisschen komisch nicht anfühlt, aber sieht halt komisch aus. Ist halt in dem Spiel sehr krass. Deswegen habe ich es jetzt auch ausgemacht.
Also beim Rumlaufen gibt es keine komischen Gefühle. Ach, voll schön der Ort. Sieht richtig gut aus. Oh nein. Ja, so viel dazu. Pfeile. Schwebt da noch einer rum? Ja. Ich hoffe, ich krieg den von hier. Ah, natürlich nicht. Ach komm! Scheiß Geist. Du doch. Oh nein. Ich hab schon gesehen, wer da ist. Und sie hat mich noch nicht gesehen. Ach, der Geist hat mich gesehen da oben. Man nicht so nah, Mann. Hau ab. Jetzt. Kacke. Drecksvieh. Ich bin ein bisschen überfordert. Mann, ich hatte dich eben schon. Hau ab. Jetzt. Oh, ich hasse die so sehr. Lass mal was futtern. Ich spiele über die PS5. So, hau dir noch was rein. Ich glaube, hier mit den roten Dingern hätte man das wahrscheinlich besser machen können. So, das einmal weg. Oh nein, da hinten ist noch ein. Oh nee. Ich weiß schon, warum er gefragt hat, ob wir wirklich gehen wollen. Ich sorge hier erstmal für ein bisschen Platz. Krieg den Baum von hier, ich glaube nicht, ne? Noch nicht. Das ging schon besser. So. Erstmal eine Runde aufräumen hier. Zack. Oh, scheiße. Ich würde gar kein Feuer nehmen. Auch so versteckte Sachen gibt. Dass man einsammeln kann? Ah, ich hoffe nicht. Sieht aber auch eher nicht danach aus. Was ist das denn? Oh! Sie wollen es uns nicht leicht machen, was? Uns bleibt nichts anderes übrig.
Zumindest fürs Erste. Jetzt geht der Mindfuck wieder los. Cool, jetzt gerade ist noch nicht so schlimm. Ich sehe schon den Gegner. Moment, ich muss mir mal kurz die Nase putzen. Da kommt doch bestimmt gleich so ein Gegner raus. Hallo. Die wieder. Ah, shit. Warum bewegt die sich denn? Ah, verschwendest mein Feuer. Ah, hau ab. Mann, bleib doch mal stehen. Macht aber echt Schaden. Oh, das ging schnell. Ich dachte, ich kämpfe noch eine halbe Stunde. Nur noch das. Als ob es das schon war. Als ob. So, ich sammle mein Zeug nur schnell ein. Essen geht auch immer. Fertig. Wo kommst du jetzt her? Ich sitze wohl in der Klemme, Verdammte. Ich habe viele nützliche Dinge. Nicht umsonst, aber ja. Wenigstens hat er Spaß. Was machst du denn hier? Ja, okay, Pfeile. Sollten wir auf jeden Fall wieder kaufen. Lol. Aber die Gegend erstmal befreit, nistet sich natürlich erstmal eine Katze hier ein und will ihr Kram verkaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das schon war. Die Verderbnis kommt zurück. Das erklärt, warum die meisten nicht von hier zurückkehren. Das ist sehr beruhigend. Schnell wieder abhauen. Ja, so viel dazu. Au. Das kann ich auch. Und eigentlich noch so eine. Ah. Ich brauche mehr Platz. Haut ab. Die kommt so schnell. Dann kommt man hier zu dem roten Steinchen. Bam. Autsch. Hau ab! Oh, sie ist tot. Nice. So, jetzt reicht's aber.
glaube, war da nicht noch einer? Nee, doch nicht. Na, natürlich war da hinten noch einer. Lady, ich hab dich gerade besiegt. Hau ab. So, jetzt lass mich bitte durchgehen. Geschafft. Hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Ich dachte, es würde das war knapp. Länger dauern. Sind wir noch mal davon gekommen. Mensch, dann hätte ich das gestern ja schon machen können. Ich dachte, das dauert übelst lang. Gehen wir zurück und reparieren das Bike. Okay. Gut. Geh zurück zur Garage. Die war irgendwo... Ach, da ganz oben. Okay. Da sehe ich schon wieder ein paar Geister. Was kann ich denn hier... Achso, die Leiter. Schaffe ich das bis da oben? Hm, könnte knapp werden. Ja, ich glaube, da wird es knapp. Ah, da links waren auch schon wieder welche. Gut, komm, helf mir doch mehr von denen. Ich werde nie fertig. Kann ich da mit einem Tengel hoch? Das ist auf jeden Fall einer, aber... Oh, da ist sogar noch ein Baum. Nein, nicht runterfallen. So. Ah, hier sind dann auch welche. So, können wir direkt den Baum hier unten auch noch mitnehmen. Why not? Ach, das sind schon wieder so hässliche Geister, ey. Du schaffst das. Ja, wenn er mal aufhören würde, sich zu bewegen, ja, dann halt du. Ach. Auf dich zu bewegen. Scheiße, war auch daneben. Jetzt aber. Meine Güte. So, fuck. Au. Ausweichen kannst. Mach ich doch. Ah! Oder auch nicht. Yay, Stufe 46. Dich bräuch härtere Geschütze. Oh, mach deinen scheiß Regenschirm weg. Bam. Das ist mein Baum. Ich muss immer stärker werden. So. Gut. So, hier rechts waren, glaube ich, auch noch Geister. Genau. So. Bevor ich mich noch mehr ablenken lasse, gehen wir mal... Ah, wir können sogar eine Schnellreise machen. Nice. Direkt in die Garage rein.